So, um das mal in einen Vergleich zu setzen. Der Kurs hat 11.000 gekostet. Pro Tag. Einfach mal ein Taui. Weg. Und dann erfährst du, dass du an dem Kurs nicht lernst, was an der Prüfung kommt. Das musst du nochmals an einem separaten Kurs, der, jetzt kommt's, nochmal 2.400 Franken kostet, nur um zu lernen, was du wissen musst, um an die Prüfung zu bestehen. Und der Kurs hast du 3 Wochen vor der Prüfung. Und ich dachte mir, Alter, eine größere Abzocke als das geht's nicht. Also du gehst 11 Tage in die Schule, bezahlst 11.000 Stutz, hockst dich da rein, ballerst dir die Theorie rein in den Kopf. Danach heißt es, ja, wenn du wissen willst, was an der Prüfung kommt, musst du die Prüfungsvorbereitung machen. Dann machst du die Prüfungsvorbereitung für 2.400 Stutz 3 Wochen vorher. Und dann heißt es, ja, so wird das nichts. Digga, das ist kompletter Scam. Ich habe einfach mal 14.000 Stutz für einen Scheiß ausgegeben, Mann. Wirklich für null und nichts. Also das muss man sich mal geben, ey. Wie man richtig verarscht wird in der Schweiz. Also der Scam da, das, ja, warte mal. Funktioniert jetzt dieser Scheiß-Button nicht mehr? Sollte eigentlich funktionieren, oder? Ja, jetzt funktioniert der Button. Okay, nochmals. Also, ich habe eine Ausbildung oder einen Kurs besucht, der totaler Scam war. Warum Scam, ne? Ganz einfach. Der Kurs, den ich besucht habe, war Scam, weil du lernst, du hast einen 11-Tages-Kurs an 11 Tagen, ne? Und bezahlst für diese 11 Tagen 11.000 Stutz. So. Danach erfährst du bei diesem Kurs, ja, wenn du wissen willst, wie du bei der Prüfung durchkommst, dann musst du nochmal einen Kurs besuchen für die Prüfungsvorbereitung, der nochmal 2.400 Stutz kostet. Denke ich mir so, okay, gut. Und dann machst du den und dieser Prüfungsvorbereitungskurs hast du erst 3 Wochen vor der Prüfung. Ja? Also richtiger, totaler Bullshit. Und bei diesem Kurs lernst du eigentlich, nur bei diesem Prüfungsvorbereitungskurs lernst du eigentlich nur, dass es kompletter Schwachsinn ist und totaler Bullshit. Und wenn du es nicht jeden Tag brauchst, was du da lernst im Kurs, hast du gar keine Chance zu bestehen. Respektive nur die ersten 50% bestehen die Prüfung. Was totaler Scam ist. Also am Schluss mit Prüfung, mit Kurs, mit Vorkurs, mit Prüfung, 15.000 Stutz einfach mal total gescammt. Und ja, das kackt mich richtig an. Ich sag's wie es ist. Ich sollte lernen. Aber ja. Mit was soll ich lernen? Ich brauch's den ganzen Tag nicht. Mit was soll ich lernen? Das ist so der Punkt, wo ich gerade bin. Was soll ich wie lernen? Ich habe ein großes Fragezeichen. Und die meisten sagen mir, ja komm, weißt du, muss einfach ein paar Pläne zeichnen. Ja, ich zeichne solche Pläne. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Firma, ne, muss man schon sagen, ihr werdet das ja vergütet. Respektive habe ich meinen Arsch für 4 Jahre verkauft, wenn man es so streng genommen nimmt. Natürlich gibt es diese Klausel mit Ausnahmen und so etc. pp. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen hocke ich jetzt 4 Jahre diese 15.000 Stutz an. Ne? Ist ja eigentlich normal, wenn man da was macht. Das Dumme ist, ich bin erst nach einer gewissen Zeit dahinter gekommen, was für ein totaler Bullshit das Ganze ist. Ich habe es für die Firma gemacht, weil, ja, wenn man Brandschutzfachmann ist in der Branche, in der ich arbeite, das könnte vielleicht etwas werden. Also, nee, andersrum. Das ist ein Papier, das ist ein Titel. Das ist ein Titel, den du eigentlich kriegst, so, wenn du bestehst. Und mehr ist es nicht. Aber du wirst, das ist ja das Traurige, von den Behörden ernster genommen. Also du hast eigentlich, du kriegst mit dem Titel eine Macht,
vor, weil wenn du vor dem, bevor du den Titel hast, irgendwas dazu sagst, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Richtlinien, ne, wir nennen da ja Normen und Richtlinien, wir müssen ja unseren Brandschutzrichtlinien halten etc. Wenn ich das als Nicht-Brandschutzfachmann von mir gebe, heißt es, ja, wer bist denn du überhaupt? Hast du überhaupt eine Ahnung davon? Es ist eigentlich so, wie wenn ich als Nicht-Anwalt einen juristischen Text verstehe und den anwenden möchte. Dann heißt es aber, Digga, wer bist du? Also brauchst du den Titel. Und wenn du den Titel hast, bist du kein Stückchen besser wie vorher, menschlich gesehen, aber du hast einen Titel. Und das finden dann alle in der Schweiz geil, wenn man einen Titel mehr hat. Wow. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, Sir Rox, aber du bist doch so dumm, warum unterschreibst du sowas? Ja, ihr wisst, ich bin kein Vollzeit-YouTuber, also ich verdiene mit YouTube nix. Ich habe mal verdient mit YouTube. Das war vor der Zeit, bevor ich alles irgendwie in die Scheiße geritten habe. Ja, und ich muss mir mein Brötchen als Arbeitnehmer verdienen. Also ja, teils jetzt noch. Bin auch so ein bisschen Arbeitgeber etc. Das, ja. Und ja, ich dachte, das wäre doch so ein Punkt, wo ich mich festigen könnte, um ja, halt bei den Lohngesprächen ein gutes, eine gute Verhandlungsbasis trotz meiner überqualifizierten Fähigkeiten, die ich besitze schon, noch mehr zu erarbeiten. Weil in der Schweiz, das ist ja das Behinderte hier in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es bei den Deutschen auch so ist, aber bei uns in der Schweiz bist du nur jemand, wenn du ein Papier hast. Du kannst noch der beste Arbeiter sein, es juckt die einfach nicht. Es ist denen komplett scheißegal, wer du bist und was du lieferst. Hey, du, hast du das Papier nicht? Hast du das Papier nicht? Dann kannst du gleich so gut jemand von McDonald's sein, der sich behauptet und sagt, ja, ich kenne die Brandschutzrichtlinie. Vielleicht kennst du sie ja wirklich. Aber du hast den Titel nicht. Somit steht dir auch nur der Lohn vom McDonald's-Mitarbeiter zu und nicht der den Titel trägt. Obwohl du vielleicht sogar mehr leistest, ne? Ich will da niemanden schlecht reden, der solche Arbeit macht. Mein größter Respekt, ich habe selber mal bei McDonald's gearbeitet, so by the way. An jeden, der seinen Job macht, größten Respekt. Das war irgendwas mit meiner Maus, okay. Auf jeden Fall, ja. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich ziehe die Prüfung durch, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe nicht. Ich ziehe die durch. Wenn ich bestehe, okay. Wenn ich nicht bestehe, naja. Dann Plan B. Sagen wir es so. Es ist halt mein Problem. Da, wo ich arbeite, ich brauche das dort nicht. Ich komme nicht aus der Baubranche. Ich sage es, wie es ist. Ich komme aus der Maschinenindustrie. Ich kenne mich mit Maschinen aus. Ich kenne mich mit Maschinentechnik aus. Ich kenne mich mit Prototypen aus. Aber das, Digga. Die wollen dich wirklich ficken bei dieser Prüfung, ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, dass ihr den Sinn von der Prüfung nicht verstanden habt. Also, früher habe ich mir immer, ich bin ja kompletter Hater gegen das Schulsystem. Nicht, weil Schule dumm macht, sondern weil so wie unsere Schule aufgebaut ist. Was man in der Schule lernt, so meine ich es. Es ist so, alles, was ich heute brauche, no front, habe ich nicht in der Schule gelernt. Doch, irgendwie schon, weil wir hatten dann so eine scheiß Zeit in der Schule, ne, so mit Mobbing und Prügeleien und so, und Streetfights und weiß der Teufel, was da noch alles ging, aber das war nicht das, was mir ein Lehrer beigebracht hat. Ein Lehrer hat mir beigebracht, dass ein Lehrer ein psychisches Problem haben kann und er seine Komplexe vollkommen über die Kinder, die er unterrichtet, rauslässt. Das hat mir die Schule beigebracht. Respektive noch etwas anderes.
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. In der Schule wirst du getrimmt, dass man dich an deinen Schwächen fertig macht. Nicht an den Stärken aufbaut. Überhaupt nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck der Schule, dich bei den Stärken zu fördern. Sondern einfach nur, guck mal, der hatte in Deutsch, bei uns ist 6 die beste Note, 1 die schlechteste. Guck mal, der hatte in Deutsch eine 3, der ist dumm. Das war die Aufgabe der Schule. Nicht, oh, guck mal, er hat in Deutsch eine 3, aber in Mathe eine 6, der ist ein totales Mathe-Genie. Wir bauen ihn doch bei Mathe auf. Nein, dann bist du dumm, weil du kannst nicht richtig Deutsch. Und das ist ein Punkt, wo ich mir so denke, what the fuck? Also du wirst in der Schule da drauf getrimmt, dass man dich anhand vom Negativen aufbaut. Im negativen Sinne. Sprich, du kommst zu einmal zu spät. Ja, Digga, du bist ein Fauler. Also, ne, ich bin ab und zu spät gekommen. Einfach aus Protest, weil mich die Schule so abgefuckt hat. Natürlich war ich ein Streber in der Schule, aber die Schule hat mich abgefuckt. Weil es einfach nur dumm war, was wir gemacht haben den ganzen Tag. Und eben, du lernst dann in der Schule, ich war zum Beispiel schlecht in Deutsch. Wirklich. Ja, aus mir wird nichts, weil ich dumm bin. Aber dass ich in anderen Fächern alles gut war, das war denen scheißegal. Ich wurde so penetriert von diesen Scheißlehrern auf Deutsch. Digga, ne? Dann gibt es diese Elterngespräche, dann wird darüber diskutiert, ob man dem Nachhilfe geben muss, weil er zu dumm ist. Ja, und alles solche Themen. Also die Schule versucht dich auf dem Negativen aufzubauen und nicht aufs Positive. Ne? Und ja. Deshalb bin ich, um zur Prüfung zurückzukommen, ein bisschen so. Come on. Will ich das? Nein, ich will es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich mit mir bin. Will ich das nicht? Muss ich es tun? Ja. Brauche ich es? Definitiv nicht. Und das ist einfach, ja, es ist scheiße. Mein Mindset wirklich, wenn mir jemand hier zuhören würde und mich dann antrifft, würde sagen, Dicker, dein Mindset ist richtig keck. Mach das einfach. Ja, ich gebe dir recht, mein Mindset ist aktuell scheiße. Was diesen Punkt anbelangt, ne? Die anderen Punkte vom Mindset, da habe ich ein sehr starkes Mindset. Aber ja. Ich bin ja noch an einer anderen Weiterbildung dran, die mir persönlich mehr bringt. Und auf der möchte ich aufbauen. Und ich habe mir so gesagt, komm, bestehe ich diese Prüfung nicht, gehe ich in 2 Jahren nochmal hin. Bestehe ich sie dann immer noch nicht. Dann soll es nicht sein, fertig. Wer weiß, was in 2 Jahren alles passieren kann. Also früher hat man ja immer so gesagt, komm, mach dir beruflich eine Laufbahnplanung und so. Ja, das ist wichtig, finde ich richtig, dass man sich damit befasst, wo will ich beruflich stehen. Aber es kann auch manchmal eine Reise passieren, beruflich, privat, wo es sich dann in eine komplett andere Richtung entwickelt, als du es dir jemals erdacht hattest. Das ist ja das Krasse im Leben aktuell. Ich merke das immer jeden Tag mehr. Wenn man es mal betrachtet, wo ich meinen Werdegang betrachtet, wo ich angefangen habe, wo ich jetzt stecke. Ich hätte mir vor 5 Jahren das niemals zugetraut. Und ich habe mir einiges zugetraut damals. Aber ich dachte wirklich, ich mache so einen 0815 Job. Besser gesagt, ich dachte zuerst, ja, ich war eine Zeit lang arbeitslos. Hab dann ein bisschen so auf dem Bau gearbeitet und so, ein bisschen Kohle verdient, dies, das. Irgendwie muss man ja die Rechnung zahlen. Ich will ja keinen Insi-Move machen wie ApoRed. Und ja, dann eben vor 5 Jahren hätte ich das nie gedacht, wo ich heute stehe. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich heute da stehe, wo ich bin. Nur, ich hätte es nie gedacht, vor 5 Jahren. Was ja eigentlich auch geil ist. Weil, ja, jetzt kann ich Dinge tun und machen, die ich vorher nie hätte tun können. Aber nichtsdestotrotz, ja,
Deshalb sage ich, ich weiß nicht, was in 2 Jahren ist. Vielleicht habe ich gar kein